Trotz meiner vielen Reihenfälle im Umgang mit Angehörigen des weiblichen Geschlechts und trotz meines gesetzten Alters brachte ich die Augen nicht von ihren Figuren los und schoss abgewandten Blicks in das Innere der Kantine. Der Zusammenstoß mit dem Jül kam wie ein Schwinger von Floyd Patterson. Trotzdem, der Jül war mir sympathisch. Er hatte dunkles Haar mit zwei verschämten Wellen, keinen Igelschnitt, keine Pomade. Seine Ohren standen ab, als käme der Wind von hinten. Seine Augen waren wasserblau mit feinen bräunlichen Pünktchen in der Iris. Offenbar hatte einer von beiden Elternteilen versucht, das letzte Wort zu behalten. Seine Figur war von der Art, bei der Mädchen anfangen, in der Nähe Burgen zu bauen und Ball zu spielen, wenn so ein Mann am Strand liegt. Bei mir taten sie das längst nicht mehr. Ich wollte aufstehen, weil die Leute anfingen, einen Kreis um uns zu bilden. Ich kam nicht dazu. Der Jül war blitzschnell auf den Füßen. Ich fühlte mich unter den Achseln gepackt und hochgezogen und stand so schnell senkrecht, dass der Pappteller an meinem Ellbogen noch einige Sekunden kleben blieb, bevor er herabfiel. Der Jül lächelte und die Pünktchen in seinen Augen schienen zu tanzen. Ich folgte einer Eingebung und fragte ihn, ob wir das nächste Bier an die richtige Stelle schütten wollten. Er war einverstanden. Nach dem dritten Bier kannte ich ihn genauer. Er hieß Thomas Jürstel, Spitzname Jül. Er hatte das Abitur und war auf der Schauspielschule und er hatte eine unnachahmlich bescheidene Art, seine Vorzüge anzupreisen. Als Brutus bin ich große Klasse. Ich kann mich schon prima ins Schwert stürzen.